Servus, ich bin der Stefan Dreas, komme von der Kirche. Bin zurzeit im dritten Lehrjahr, also Ende der Ausbildung zum Landwirt. Bin mit der Firma Fliegel sehr zufrieden. Wir haben eine sehr breite Produktpalette. Wir haben selber daheim einen Schleppschuhverteiler und am Lehrbetrieb noch mehrere Produkte. Wie ihr es gerade gesehen habt, wir haben jetzt gerade die 7 Meter Kettenscheibenecke ausprobiert auf einer absolvierten GPS-Gerste. Wir waren jetzt gerade auf einer 2,5 Hektar großen Fläche. Wir haben ca. 20 Minuten gebraucht für die Fläche. Wir haben einen 300 PS Schlepper drin gehabt und wir haben zu Spitzengeschwindigkeit zu 20 km/h fahren können. Die Stoppeln sind alle sehr gut ausgerissen, die Wurzeln sind auch alle komplett ausgerissen. Eine perfekte Arbeit, was die Maschine macht. Im Vergleich zum Grupper haben wir eine viel höhere Flächenleistung. Und Verschleiß ist um einiges niedriger wie beim Grupp. Das ist verschleißärmer und Kraftstoffverbrauch ist auch wesentlich geringer. Ja, warum macht man den Stoppelsturz? Erstens, dass man eben die Stoppeln zerkleinert und dass die Wurzeln eben komplett flächig ausgerissen sind, damit eben das Auflaufgetreide danach im Anschluss schnell auflaufen kann. Man kann die Maschine sehr vielseitig über das ganze Jahr einsetzen. Bei Mais, bei Maisstoppeln, bei Getreide eben ein Stoppelsturz. Bei Zwischenfrüchten kann man auch sehr gut zerkleinern damit. Bei allen Arbeitsgängen macht sie sehr sauber die Arbeit.